vor 78 Jahren wurde Österreich befreit. Von der Nazi-Diktatur und der Krieg in Europa fand ein Ende. Und ja, das sollte ein Feiertag für uns alle in Österreich sein, davon bin ich überzeugt und dafür setze ich mich auch ein. Wieso sollte das ein Feiertag für uns alle sein? Weil wir dürfen nie vergessen, dass dieses Nie wieder von damals auch heute noch Gültigkeit hat. Und so sehr wir uns heute freuen an diesem Tag der Befreiung in Österreich, dass wir von der Nazi-Diktatur in Europa befreit worden sind, so sehr ist dieser Tag auch für mich, für viele von uns, sehr bitter. Weil dieses Nie wieder, das hat nicht funktioniert. Das Nie wieder müssen wir heute genauso sagen und das Nie wieder gilt heute vor allem für die Ukraine. Und das Problem ist aber, dass wir es hier mit einer Art Faschismus zu tun haben, der noch nicht als Faschismus enttarnt worden ist. Dass wenn wir heute sagen, der Nationalsozialismus war klar faschistoid, dann erkennen wir vielleicht Parallelen, aber wir zucken davor zurück, heute zu sagen, dass das, was Russland mit dem ukrainischen Volk macht, nicht nur faschistoid ist, nicht nur Faschismus ist, sondern dass es hier ein ganz klares und lautes Nie wieder von allen in Europa und außerhalb braucht. Und dass das, was das ukrainische Volk heute erlebt, auch schon Generationen davor erlebt haben. Und nein, wir dürfen das, was passiert ist, nicht mit heute vergleichen. Der Holocaust ist unvergleichbar. Aber wir müssen, wenn wir sagen, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, auch heute sehen, spüren und erkennen, wenn wir es mit Faschismus zu tun haben. Und das ukrainische Volk, dem möchte ich heute meinen Respekt aussprechen. Seit über einem Jahr stehen die Menschen Seite an Seite und verteidigen ihr Land. Und sie haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Sie haben ein Recht darauf, dass wir sie unterstützen bei dieser Selbstverteidigung. Und wir dürfen nicht nachgeben, solange die Ukraine unter Druck steht. Solange die Ukrainer und Ukrainen abgeschlachtet werden, gefoltert werden, vergewaltigt werden. Wir müssen das laut aussprechen und wir dürfen hier keine Sekunde wegschauen.